In diesem kurzen Experiment geht es darum, zu beobachten, welchen Einfluss das Verdunsten einer Flüssigkeit auf die Temperatur hat. Links wird Aceton auf das Stofftuch gebracht, die Temperatur unten mit dem Sensor dargestellt. Rechts wird Wasser versucht, auf das Tuch zu bekommen. In der Mitte ohne jede Flüssigkeit. Und wir beobachten einen Abfall, der Temperatur für das Aceton deutlich stärker ist als fürs Wasser, weil das Aceton schneller verdunstet. Die Differenzen betragen zwischen 3 und ungefähr 7 Grad Celsius. In einem weiteren Experiment können wir testen, ob diese Temperatur Erniedrigung durch das Verdunsten auch verstärkt werden kann. Hier wird der Sensor direkt in ein bisschen Papier eingewickelt, Aceton drauf geträufelt und die Temperatur gemessen. Und das Aceton verdunstet tatsächlich schnell, sodass noch nachgelegt werden muss. Und wir stellen fest, dass durch die Bewegung der Verdunstungsprozess schneller wird und hier im Zeitraffer gezeigt, nach einigen Sekunden die Temperatur bis auf ungefähr 10 oder 11 Grad Celsius sinkt. Details dazu in der Vorlesung Einführung in die Wärmelehre.